Heute gibt es bei uns Pflanz- und Pflegetipps für die Physalis, auch bekannt als Andenbeere. Vor mir hier im Beet steht ein Exemplar, das schon Früchte trägt. Gepflanzt habe ich es im Mai nach den Eisheiligen. Physalis sind nicht frostfest, das heißt, man kann sie erst nach den Eisheiligen nach draußen pflanzen, aber man kann sie vorher vorziehen. Das hier war eine schöne, gut gewachsene, kräftige Jungpflanze. Nach den Eisheiligen ist sie dann ins Beet gewandert. Man könnte Physalis auch ins Gewächshaus pflanzen, dort hat sie es wärmer. Sie mag es wirklich sehr gerne warm und vollsonnig. Sie hat hier auch einen richtig schönen, vollsonnigen Platz. Aber es hat sich gezeigt, dass die Physalis im Gewächshaus nicht so viele Früchte tragen. Vielleicht liegt es an der Befruchtung, vielleicht aber auch daran, dass sie es einfach mag, wenn so ein bisschen Wind um ihre Früchte weht. Außer Sonne, Luft und Wasser natürlich braucht die Physalis nicht viel. Eine zu starke Düngung kann ich nicht empfehlen. Das fördert einfach nur das Triebwachstum, aber nicht die Fruchtbildung. Wir wollen ja leckere Früchte haben und keine Triebe. Die Jungpflanzen kann man entspitzen, sodass sie mit mehreren Trieben wachsen, sodass sie schön buschig werden. Und man kann sie auch später noch wie Tomaten ausgeizen. Das fördert die Fruchtbarkeit und auch die Fruchtqualität, ist aber ein Kann und kein Muss. Das Tolle an Physalis ist ja, dass die Früchte in so einer wunderbaren Verpackung kommen und die zeigen uns auch an, wann sie reif sind, indem die Hülle der Physalis gelb wird. Die Früchte fallen in der Regel, auch wenn sie richtig reif sind, zu Boden. Das heißt, das Ernten ist ganz einfach. Man hebt die Triebe ein bisschen an und schaut, was runtergefallen ist und sammelt es dann einfach auf. Und hier sieht man eine wunderschöne gelbe, leckere Physalis. Die halten sich auch sehr gut in dieser Hülle, also die kann man relativ lange aufbewahren. Auch wenn die Physalis bei uns einjährig wächst, wegen dem Frost, ist es eigentlich eine mehrjährige Pflanze. Man kann die auch in einem Kübel ziehen, der sollte dann aber schon so 15 Liter, 20 Liter Erdvolumen haben. Dann kann man sie im Oktober stark zurückschneiden und an einem hellen und nicht allzu warmen Platz überwintern. Das hat den Vorteil, dass man im nächsten Jahr sehr, sehr früh mit einer sehr kräftigen Pflanze in die Saison starten kann und dann richtig, richtig viele Früchte erntet. Ups! Ich mag sie am allerliebsten direkt vom Busch, also direkt vom Busch in den Mund. Und so kann man, so mögen sie auch Kinder als Naschfrucht. Die neuen Physalis-Sorten, die sind nicht mehr so bitter, wie die früher waren. Die sind einfach nur lecker und süß. Und dank der Hülle, die die Physalis umgibt, sind die auch sehr, sehr unanfällig gegen Schädlinge. Wer zum Beispiel Probleme mit der Kirschessigfliege hat, dem kann man Physalis sehr empfehlen. Die kommt nämlich nicht an die Physalis ran, aufgrund der natürlichen Verpackung.